Okay, auch nicht schlecht. Oh, sehr schön. Wir beenden all das Gerede über eine Revolution. Die werden uns bestimmt wie Könige behandeln. Ha, geil, jetzt müssen die hier stehen bleiben. Eine Bande Unruhestifter macht die Pferdeschau, weil ihnen jemand Flausen in den Kopf gesetzt hat. Die machen uns guten Männern alles kaputt. Gute Männer? Im Ernst? Na klar, du und ich und Hickey. Pechvögel, die nur versuchen zu überleben. Alter, Grau, Beweisen! New York Morning Post! Ein Penny, der sich lohnt! Hört euch nur an! Leg dich bloß nicht mit mir an. Hau ab, bevor du es bereust. War nicht schlecht. Lief doch ganz gut mit dem Tumult. Okay, warum bleiben die jetzt einfach stehen? Der Sattler-Mörs-Zeit gibt bekannt, dass an diesem Freitag ein Ausverkauf aller Lagerbestände stattfindet. Komm und kauf die beste Qualität! Ja, ich bin voll im Gespräch hier. Voll in ein Gespräch verwickelt. Oh, verdammt. Die Bezahlung ist allerdings minimal. So kann man Leute überzeugen. Alter, was macht der Junge da unten? Warum stehen die da nur rum? Das ist voll verwirrend. Alter, der Junge ist verrückt. Was machen die denn da, Herrgott, nochmal? Der Junge geht mir so derbe auf den Sack gerade, ne? Das gibt es gar nicht. Alter, was geht denn hier? Alter. Warum kann man dem nicht einfach einen Stein an den Kopf werfen oder so? Hä? Was ist los? Jetzt geht's weiter. Ich muss gleich. Ich schätze, ihr hattet hier Entdeckung, jawohl. Wieso belausche ich die? Ich meine, die reden nicht mal. Oder doch? Jawohl, geht doch. Und werde ich schon erwartet? Ach so, ja, warum nicht? Auch nicht schlecht. Was soll das? Thomas Hickey? Vielleicht. Was geht's dich an? Sollte dein Orden nicht ausgelöscht sein? Scherze, dann muss ich das richtig stellen. Pack den! Zack, nice. Jetzt muss ich ihn fangen. Schönes Loch. Noch einer! Pack die! Boah, solche Trottel immer, ne? Immer dasselbe.
Niemanden rammen oder schubsen, ja gut. Ja, super. Alter, solche kleinen Pissnaken, ne? Ich meine... Egal, in welchem Assassin's Creed-Teil man die Wachen nimmt, alle sind sie immer so übereifrig, ne? Haha. Och, kommt schon. Ich glaube, ihr wollt es wohl nicht anders, ey. Ach komm, leckt mir doch den Arsch, ey. Ja. Alter, was will der Wichser denn? Schade, das ist schon vorbei. Meine Fresse, ey. Immer dasselbe, ne? Muss ich den jetzt verfolgen? Super. Ich glaube mir seine Technik. Das ist mein Geld. Das ist gut. Das hab ich verdient. Fass das Geld an und du stirbst. Na los. Dicke, nicht weit, nicht schneller. Hände weg, das gehört mir. Münzen? Wo ist Münzen? Für ein Glück. War so klar, das war so klar, ne? Kommt her, ihr Pissnaken. Ja, ist gut. Ich habe keine Zeit für euch, Schwanzlutscher. Meine Fresse nochmal. Immer dasselbe, ne? Immer. Ich hatte ihn fast. Warnung, Entfernung zum Ziel verringern. Na super, jetzt wird's nichts mehr, weil ich jetzt hier klettern muss. Scheiße, ich dachte, da ist eine Gasse. Och, am Arsch, Mann, nur weil ich so einen dicken Speckfaltenjungen da verfolgen muss, ey. Ganz ehrlich, warum kann ich den nicht einfach mit der Pistole eins ins Bein geben? Der verfolgt niemanden dann mehr. Das könnte er, weglaufen könnte er dann gar nicht mehr. Eine Idee habe ich noch. Fass das Geld an und du stirbst. Sehr stylisch. Hände weg, das gehört mir. Es regnet Geld. So. Da wäre ich schon mal dran vorbei. Ah, ich musste den nur fangen. Super. Na egal. Halt still. Du stiftest kein Unheil mehr. Du bist ein Narr. Misch dich in Dinge ein, die du nicht verstehst. Washington ist das Einzige, was die Kontinentalarmee zusammenhält. Tötest du ihn, stirbt auch jede Hoffnung auf Freiheit. Falsch, Bursche. Ohne ihn ginge die Verantwortung über an Lee. Und dann? Ihr seid beide verhaftet. Ach, kommt. Warte nur, ein kleiner Streitofficer. Ist dich kriminell, wenn zwei Männer ihren Twist auf altmodische Art klären. Können wir uns nicht... Still! Aufgrund welcher Tat? Falschmünzerei! Damit hatte ich nichts zu tun. Natürlich nicht. Hör zu, hier steht Wichtigeres auf dem Spiel. Dieser Mann hat vor... Uncool, ganz ehrlich, das waren drei Wachen. Kurzen Prozess machen und das war's. Oh, immer dasselbe, immer dasselbe. Mann, Mann, Mann. Oh. Alter, jetzt ist all unser Zeug weg, oder was? Wollen die mich verarschen? Du hast mich vermisst, Süße. Was? Nichts zu sagen? Wenn du hier bist, ist Washington sicher. Wahr, wahr. Aber ich glaube, ich wurde gerade begnadigt. Vielen Dank für die Rettung, Gentlemen. Es dürfen keine Fehler mehr passieren, Thomas. Ist das verstanden? Was ist mit dem Assassinen? Er ist hier. Direkt in der Zelle neben meiner. Wir haben wohl doch nicht alle erwischt, was? Kümmert euch drum, Charles. Sofort, Sir.
Was machen wir? Du bist der Bursche vom Kontinentalkongress. Adams, kleiner Schoßhund. Ich hab da eine Idee. Ja. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Erzähl. Wenn die Zeit reif ist. Der Assassine wird uns schon nicht davonlaufen. Zunächst sollten wir dir eine bessere Unterkunft suchen. Was redest du da? Ich dachte, ich komme hier raus. Ich fürchte, du kommst ein Weilchen nicht raus, wegen Benjamin Tarnisch. Er zerreißt sich das Maul, erzählt alles Mögliche. Du wirst verdächtigt, einen Anschlag auf George Washington vorzubereiten. Was für ein Plappermaul! Ich dachte, ihr kümmert euch darum. Wir besprechen das woanders. Okay, und jetzt? Ah, belauschen. Ja, kann ich auch aufstehen oder sowas? Ich sag's dir, er wird von hier fliehen. Wir sollten uns anschließen. Ja, und wie kommst du darauf? Wie kommst du darauf? Er hat den Hof irgendwas geschnitzt. Steckte es schnell in die Tasche, als er mich sah. Sah aus wie ein Schlüssel. Stimmt nur ein Messer. Nein, Wesen kämpft nicht. Der lügt und betrügt, um Ärger zu vermeiden. Weasel Weems nennt man ihn. Den Schweinehund. Komm schon, Finch, so übel ist er nicht. Machte mir sogar ein paar Buchstaben bei. Oh. Ich werde nämlich meine alten schreiben. Wozu? Glaubst du, die Schlampe sitzt rum und verzehrt sich nach dir? Spart sich auch für deine Freilassung? Hä? Die hat bestimmt längst den nächsten Kerl und den übernächsten. Halt bloß dein Maul, sonst stopfe ich's dir. Leg dich ab. War nur ein Witz. Ja, kann ich aber nicht drüber lachen. Okay. Ah, schön weich dieses Steinbett. Das sieht aus, als wäre das ein Stein. Super, jetzt schlafe ich. Alter, wie bin ich denn da unten hingekommen? Voll unheimlich. Wo gehen wir hin? Ach, keinen Ärger, sonst stecken wir dich ins Loch. Ich hätte vielleicht auch noch kurz an die Tür gehen können oder so, ne? Alter, kann ich den verprügeln? Nein, kann ich natürlich nicht. Ich kann mal wieder gar nichts hier machen. Was glotzt du so, Halbblut? Du sprichst meine Sprache nicht, oder? Oh, sympathische Gesellschaft. Soll ich dir Vernunft in dein Dickschädel prügeln? Holzkohle bekommen, yay. Aber ich habe gehört, das Gebiet wird geschützt. Sicher als Quelle großer Eichen für die Royal Navy. Eine halbe. Ja, ich habe es auf dem Weg durch Hartford gesehen. Ein übler Brand. Unglaublich, dass die alte Hand teilweise. Schrecklich. War Scarlatti und. Und schwinde hier! Ist er das da in der Ecke? Hast du mich eben nicht gehört? Scheiße. Na, der nächste? Letzte Warnung. Ach, scheiße. Ich weiß immer nicht, wann darf ich entdeckt werden, wann nicht. Ach, Adlerauge aktivieren. Ach, leck mich doch. V war das, ne? Super, ist gar nicht der da in der Ecke. Jetzt muss ich gegen ihn ein Spiel spielen. Wetten wir? Mason Wings? Kann sein. Ich brauche Hilfe. Oh. Man sagt, du kennst einen Weg hier raus. Man sagt eine ganze Menge. Ich habe keine Zeit für Spielchen. Wie schade. Ich hatte gehofft, du spielst eins mit mir. Na gut. Bist du vertraut mit den Regeln? Nee, eigentlich nicht. Du meinen Namen bereits kennst. Wie ist deiner?